Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Beim letzten Mal habe ich euch ja davon berichtet, dass ich mich dazu entschieden habe, mich zuerst operieren zu lassen. Das Weichteilsarkom ist einfach ja so aggressiv gewachsen, dass ich jeden Tag zusehen konnte, wie es größer wird. Und zuletzt war es 13 mal 7 mal 5 cm groß und hat mir einfach ja wahnsinnige Beschwerden gemacht und Schmerzen. Und ich konnte dann einfach nicht mehr auf weitere Termine warten, um eben noch andere Behandlungsoptionen besprechen zu können. Ich habe einfach bin irgendwann gar nicht mehr durch den Tag gekommen mit den Beschwerden und wollte letztlich auch nicht riskieren, dass es ja am Ende gar nicht möglich ist, das vielleicht noch zu operieren. Die Operation hatte es bereits jetzt schon ziemlich in sich. Also mir sind rund 20 cm von meinem Rückenmuskel entfernt worden, also der Bereich neben der Lendenwirbelsäule und ja, quasi durch alle Muskelschichten hindurch. Also da ist jetzt wirklich ja ein großes Loch quasi in meinem Rücken entstanden. Dementsprechend groß ist also auch die Wunde, die Naht, die dadurch entstanden ist und halt natürlich eben auch die Einschränkungen, die ich dadurch habe. Direkt nach der OP musste ich die ersten 48 Stunden auf dem Rücken liegen und zwar auch nochmal zusätzlich auf so einem kleinen Sandsack, der gegen die OP-Wunde drückt, damit sich dort eben kein Bluterguss bildet. Und es wurde auch noch zusätzlich eine Drainage gelegt, damit Blut und Wundwasser entsprechend abfließen können. Die Narkose habe ich zum Glück sehr gut vertragen und auch von den Schmerzen her war es gut auszuhalten. Also ich habe Ibuprofen bekommen und wenn ich jetzt ganz still lag und mich nicht großartig bewegt habe, dann habe ich eigentlich relativ wenig gespürt. Also dafür, dass ich ja auch direkt auf der Wunde lag. Also das habe ich natürlich schon auch gemerkt mit einer Bewegung oder so. Es ging ganz gut. Schwieriger war es tatsächlich, wenn ich versucht habe, größere Bewegungen zu machen. Da hatte ich dann schon stärkere Schmerzen und habe das alles sehr, sehr langsam nur machen können. Aber das ist ja eigentlich auch klar, wenn man so ja ganz frisch operiert wurde. Bereits am OP-Tag durfte ich aufstehen, wenn ich zur Toilette musste. Aber ansonsten musste ich eben wirklich diese ersten 48 Stunden komplett auf dem Rücken liegen bleiben. Es klingt jetzt wahrscheinlich so, als wenn ich nach der OP schon rumgesprungen bin. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Also wenn ich eben zur Toilette musste, dann habe ich gut 30 Minuten gebraucht, um da eben hinzukommen und wieder zurück. Also ich habe da mal zwischendrin auf die Uhr gesehen und das ist ja einfach ein ziemlicher Act gewesen und ich habe einfach in Zeitlupe meine Bewegungen gemacht, ja, weil einfach doch der Schmerz im Rücken dann teilweise doch schwieriger war und trotz verstellbarem Lattenrost und verschiedensten Hilfsmitteln, bis ich mich quasi im Bett aufgerichtet habe, bis ich es geschafft habe, mich da so raus zu manövrieren, dann eben die Schritte zur Toilette und dann eben alles wieder zurück. Also ja, 30 Minuten hat mich das jeweils gekostet, sodass ich das dann zwischendrin schon sehr genau getimt habe, wie oft ich eben am Tag aufstehe und zur Toilette gehe. Auch weil ich dann danach doch mal sehr erschöpft war von meinem Ausflug und erstmal wieder einige Stunden Kraft sammeln musste, um eben dann das nächste Mal aufzustehen. Ich war 5 Tage stationär und ich muss tatsächlich sagen, ich war relativ überrascht, dass ich dann schon entlassen wurde. Also es ging zwar jeden Tag ein bisschen besser und ich konnte auch ein paar Schritte dann im Zimmer auf und ab gehen oder auch draußen auf dem Krankenhausflur. Ich habe mir da doch ein bisschen Sorgen gemacht, wie das dann alles so zu Hause sein wird. Bin dann mit einem Rollstuhltransport nach Hause gebracht worden, weil es einfach nur nicht möglich war, dass ich ja normal ins Auto einsteigen kann mit dem Rücken, weil den muss ich ja auch ein bisschen zusammenfalten. Und also ich bin relativ groß, ich bin 1,75 und bis ich da ins Auto mich reinmanövriert habe, das ja wäre einfach so frisch operiert nicht gegangen. Und deswegen war ich da sehr, 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 sehr happy, dass es da einen ja, Rollstuhltransport gab. Und dann war die Herausforderung, wie ich halt zu Hause und im Alltag zurechtkomme. Wir haben das dann doch ganz gut planen müssen, dass ich zu Hause eben auch alleine zurechtkomme. Und Christo hat noch am Tag vor meiner Entlassung noch schnell einen elektrisch verstellbaren Lattenrost besorgt. Sonst, glaube ich, hätte ich mich einfach gar nicht mehr schlafen legen können. Also da war ich schon froh im Krankenhaus, dass man eben die Möglichkeit mit einem verstellbaren Krankenbett hat. Und daheim wäre es ohne eine Verstellmöglichkeit, glaube ich, auch nicht gegangen. Also das haben wir uns noch schnell zugelegt und auch noch eine Toilettensitzerhöhung. Also es ist unglaublich, für was man dann doch alles so die Rückenmuskulatur benötigt. Aber das war auch auf jeden Fall eine dringende, notwendige Anschaffung. Und wir haben noch so eine Greifzange gekauft, weil ich mich ja auch nicht ja, bücken oder hinhocken oder drehen oder so kann. Und wenn mir halt irgendwas runterfällt oder wenn ich an irgendwas ran musste, was
ein bisschen niedriger ist, dann war das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Ich hatte im Vorfeld vor der OP ziemliche Sorge, dass ich womöglich gar nicht mehr richtig laufen kann, dass ich vielleicht wirklich längerfristig auch auf Rollator oder Krücken angewiesen bin oder dass ich mich beim Sitzen auch überhaupt gar nicht halten kann mehr ohne den fehlenden Rückenmuskel. Und da bin ich tatsächlich sehr froh. Also es geht alles nicht lang und es ist alles wahnsinnig anstrengend, aber grundsätzlich geht es. Ich mache jeden Tag kleine Fortschritte und kann mittlerweile ja so 20, 30 Minuten auch am Stück wieder auf einem Stuhl sitzen. Also ja, da bin ich einfach sehr froh, dass das soweit wieder möglich ist. Aber ich bin quasi von der Beweglichkeit im Oberkörper, in der Wirbelsäule sehr starr. Also aufrecht sitzen oder eben ein paar Schritte gehen, das funktioniert soweit. Bloß alles, was mit Drehungen oder bücken oder hinhocken, Schuhe zumachen, das geht komplett gar nicht. Und eben auch, wenn ich mich ins Bett legen will, dann muss ich mich da mit dem elektrischen Lattenrost dann da vorsichtig in die Liegeposition bringen. Auch wenn ich es kaum begreifen kann, wie die zweite Krebsdiagnose jetzt mein Leben so von 100 auf 0 ausgebremst hat und ich dann mit den aktuellen Einschränkungen manchmal auch sehr ungeduldig mit mir bin, dass das alles nicht mehr so geht wie eben noch vor ein paar Tagen, so bin ich aber letztlich sehr, sehr dankbar, wie gut ich die OP überstanden habe, wie gut die Wunde verheilt, dass ich einfach auch von Tag zu Tag merke, dass ich Fortschritte mache, dass es wieder besser wird. Aktuell darf ich leider noch keine Physiotherapie machen, weil jetzt erstmal die Wundheilung im Vordergrund steht und dann eben letztlich die Akuttherapie. Ich hoffe, dass es dann in ein paar Monaten, wenn eben die Akuttherapie überstanden ist, dann eben auch möglich ist, dass ich dann Physiotherapie machen kann oder vielleicht sogar eine Reha. Mein Arzt hat es letztens relativ drastisch formuliert, dass die körperlichen Einschränkungen momentan einfach nicht so sehr im Fokus stehen, sondern dass es in erster Linie eben um das Überleben und die Krebsbekämpfung geht. Ich hatte jetzt auch ganz frisch ein Nachgespräch, wie es jetzt mit den Behandlungen weitergeht und der histologische Befund von der Sarkomentfernung lag dabei auch schon vor. Bei den Weichteilsarkomen ist es leider so, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit für die ersten 5 Jahre nur bei 50% liegt und deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn ein Sarkom entfernt wird, dass eben auch ein Sicherheitsrand mit entfernt wird und der wird dann pathologisch untersucht und da ist eben das beste Ergebnis, wenn man in diesem Sicherheitsrand dann keine Krebszellen mehr findet. R0 nennt sich dann dieses Ergebnis und mir wurde gesagt, dass es ja bei meinem Sarkom sehr, sehr schwierig sein wird, diesen Sicherheitsrand ja zu erzielen, weil einfach das Sarkom schon sehr groß ist, sehr nah an der Wirbelsäule sitzt. Aber eben auch, dass sie sich sehr bemühen werden, das Sarkom mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu entfernen. Und ich habe natürlich all meine Hoffnung darauf gesetzt, dass das eben doch in irgendeiner Form möglich sein wird. Ich habe jetzt leider erfahren, dass es nicht möglich war und dass die Pathologie leider an den Rändern noch Krebszellen hat nachweisen können. Und eigentlich ist es wohl so, dass meine Tumorart eigentlich ja wie so eine glatte Kapsel hat, die eben diesen ganzen Tumor umrandet. Und mir wurde jetzt aber erklärt, dass es so ein bisschen so ist, dass ja der Tumor eher so wie so kleine Tentakeln ausbildet, die ja dann eben in das umliegende Gewebe hineinwachsen. Und ja, deswegen konnte wohl eben dieser R0-Sicherheitsabstand so jetzt erstmal nicht erzielt werden und das Ergebnis ist R1, was natürlich ja jetzt für mich doch ein ziemlicher Schock war, weil dadurch natürlich auch die Prognose wieder schlechter ist. Da Sarkome ja leider generell eher sehr schlecht auf Chemo und Bestrahlung reagieren, wurde mir jetzt vorgeschlagen, dass man nochmal eine zweite Operation macht, bei der man eben versucht, nochmal mehr von den Krebszellen zu erwischen. Und die tragen ja letztlich kein rotes Fähnchen, deswegen kann es natürlich auch sein, dass es einfach nicht gelingt und eben kein R0-Sicherheitsrand erzielt werden kann, sondern eben ja das Ergebnis wieder R1 wäre, auch weil es eben durch die Nähe zur Wirbelsäule einfach sehr, sehr schwierig ist, da noch weiteres umliegendes Gewebe zu entfernen. Diese Nachricht war natürlich für mich ein ziemlicher Schock und mir ging es auch am Anfang ja gar nicht gut damit und ich habe mich jetzt erstmal so ein bisschen versucht, da in diese Situation einzufinden, auch wenn es natürlich jetzt erstmal ein Rückschlag ist, aber ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass es auch möglich ist, ja, diese zweite Krebsdiagnose zu überwinden und wieder ganz gesund zu werden.
Den neuen OP-Termin weiß ich tatsächlich noch nicht. Da warte ich gerade noch auf den Anruf, dass der mir mitgeteilt wird. Werde einfach, sobald es wieder ein bisschen mehr an Neuigkeiten gibt, werde ich einfach wieder versuchen, ein Video für euch aufzunehmen und euch da auf dem neuesten Stand zu halten. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Dann wirst du immer informiert, sobald ein neues Video online geht.